Hege, im Vorfeld sprach man vom wohl bisher schwersten Spiel seit Saisonbeginn. Und wenn man anguckt, wie ihr euch abgekämpft habt, war es das dann körperlich wohl heute auch, oder? Ja, absolut. Ich denke, es war heute das erste Spiel, wo wir natürlich auch die Favoritenrolle hatten. Und es war ein absolutes Viertpunktspiel gegen eine Mannschaft, die man auch am Ende im hinteren Bereich der Tabelle vermutet. Und dementsprechend war natürlich viel Druck dabei, aber trotzdem finde ich, haben wir es sehr souverän gespielt. 19:12 steht zur Halbzeit und dann zeigt sich, wie der Abstiegskampf in der DKB Handball-Bundesliga wohl laufen wird, dass sich Eisenach nie aufgegeben hat und nochmal Druck auf euch ausgeübt hat und da lief es bei euch dann auch nicht mehr ganz so gut. Nee, absolut. Eisenach hatte eine gute Phase, wir hatten eine etwas schlechtere Phase und dementsprechend kam sie auch wieder ran. Aber das ist halt eben typisch erste Liga. Das Spiel ist wirklich erst nach 60 Minuten zu Ende und Spiele werden nicht in der 34. oder 45. Minute schon entschieden. Jetzt ist am Sonntag das nächste Spiel in Wetzlar. Welche Art von Spiel wird das? Ist das wieder eins, was man eher so gegen Hamburg und Gummersbach einordnet? Nein, es ist wieder ein Spiel, wo wir versuchen, in erster Linie unser Spiel durchzuziehen, unsere Art Handball. Und wir fahren dahin, um auch dort zu gewinnen und werden denen alles abverlangen. Fertig, aus. Dann heißt es jetzt durchschnaufen, danke und alles Gute. Danke. Stanko, das Spiel heute gegen Eisenach, das war Abstiegskampf pur, oder körperlich? Natürlich, das war so ein wichtiges Spiel für uns, dass wir gewinnen zu Hause, weil wir zweimal gewinnen in zweiter Liga. Dann kann ich sagen für sie, dass wir Chef in dieser Halle und alles. Und jetzt sieht man es bei dir auch, was das Spiel an Kraft gekostet hat, aber Eisenach hatte keine Chance, sich am Kreis irgendwie festzuhalten, oder? Ja, wir spielen so gut in Deckung, alles, was wir hat in Kabine gemacht, was wir sagen, das wir gemacht hier am Spielplatz. Wie wichtig war es für dich jetzt nochmal gegen Eisenach? Da hast du ja nicht so gute Erinnerungen an das Spiel da. Wie wichtig war es für dich dann heute, richtig aufzutrumpfen und richtig Gas zu geben? Ja, natürlich, ich war so motiviert und ich möchte mehr, weil ich war verletzt. Letztes Spiel, was wir spielen gegen Eisenach und da war für mich heute so ein wichtiges Spiel. Nächste wichtige Spiel ist Sonntag in Wetzlar. Wie geht's da wohl aus? Ja, wir haben unser Ziel. Wir gehen Spiel für Spiel. Ach, was kann ich sagen? Wie immer möchte gewinnen. Wir gehen da und wir sehen, was wir können. Dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dena Janima, es sollte auch heute nicht sein mit einem Sieg gegen den Bergischen HC. Wie bitter ist das? Ja, das ist ganz bitter, weil das ist unser direkter Gegner. Bergischer ist auch Aufsteiger und wie Eisenach und diese Punkte brauchen wir. Das war ein 4-Punkte-Spiel und hat nicht geklappt. Wie wichtig ist das dann im Abstiegskampf zu zeigen, nach einer 19:12 Halbzeitrückstand, dann trotzdem sich nicht aufzugeben? Weil ihr habt ja gerade auch durch dich mit 8 Treffern am Ende den Bergischen HC immer wieder unter Druck gesetzt und sie hatten ja dann zeitweise in Halbzeit 2 ein bisschen Probleme mit euch. Ja, wir haben zurückgekommen, aber das hat auch viel Kraft gekostet und ja, bis Ende war das nicht genug und Bergische geht seinen Weg oder wie heißt das? Diesen Weg, genau. Was nimmt man zum Beispiel von diesem Weg vielleicht auch positiv mit als Mitaufsteiger mit dem Bergischen HC, wenn ihr seht, dass sie jetzt eine 6-2-Serie haben? Also das ist ja durchaus auch was, wo man sagen kann, in der Liga geht auch für einen Aufsteiger was. Ja, das ist super Start. Oder? Ich denke, vielleicht kannst du nicht besser machen. Das ist 6-2, super. Und für euch geht es darum, auch eben an solche Erlebnisse, glaube ich, zu glauben, um selber vielleicht so eine Serie zu starten. Denn ihr habt ja durchaus die Qualität und die Stärke in der Liga mitzuhalten. Ja, natürlich, wir haben. Aber wenn wir spielen so wie heute, besonders dieser Anfang, kein Kampf, schnelle Ballverluste und bla bla bla, dann schaffen wir nichts. Wir müssen mehr kommen und wenn wir spielen unser Spiel, wir kämpfen, dann spielen wir gut. Ja. Wir drücken die Daumen, dass das dann demnächst auch in Punkten sich bemerkbar macht. Vielen Dank. Danke. Danke, Lena. Ja, meine Damen und Herren, liebe Medienvertreter, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel zwischen dem Bergischen HC und dem THSV Eisenach. 2713 Zuschauer sahen ein 34:26 der Bergischen Löwen und damit den dritten Sieg in Folge. Ich begrüße hier neben mir den Gästetrainer Adalstein Eilhoffsson, BAC-Trainer Sebastian Hinz und Geschäftsführer Jörg Föste.
Und der Gästetrainer darf natürlich wie gewohnt zuerst sein Statement zum Spiel abgeben. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, erst einmal haben wir einen sehr verdienten Sieg von Bergischer HC heute gesehen. Wie wir in dieses Spiel reingekommen, haben wir am Anfang, wo es 3-3 steht, gleich angefangen. Jürgen hält, glaube ich, zwei, drei Bällen, weil wir so werfen. In diese Phase kriegen gleich erste Welle Konter. Das fing schon an eigentlich, ich glaube, zwei erste Welle Konter in die erste 50 Sekunden, was auch was Neues ist. Aber allgemein kriegen wir da in der Falle drei, vier Konter, sind dann in vier oder fünf Tore Rückstand geraten, werden dann noch hektischer, kriegen nie richtig ein spielerische Linie ins Spiel, obwohl mit Schlenak oder mit Jonsson. Unsere Deckung stand heute auch, wir kriegen viel zu viel durch die Mitte, viel zu viele einfache Tore, muss man auch sagen, dass die Bergischer HC hat auch unglaublich gut getroffen von Rückraum auf von 9 oder bis 11 Metern teilweise. Über Kreis kam auch viel zu viel, wo wir nicht kompakt genug gestanden haben, die Hilfeabwehr war zu weit weg. Da waren wir einfach mit relativ einfachen Mitteln sehr, sehr gut auseinandergespielt, das hatten die auch gut gemacht. Aber wir müssen und dürfen uns nicht so verkaufen, wie wir das gemacht haben in der ersten Halbzeit, vor allem was unsere Deckungsarbeit angeht. Die zweite Halbzeit haben wir das von unserem Aspekt besser gemacht, standen besser in der Deckung, haben ein paar Bälle von den Torhüter bekommen. Könnte auch in unsere zweite Welle dann auch ein bisschen besser laufen, haben wir dann ein paar einfachere Tore gekriegt, hatten bessere Strukturen in unserem Angriff. Aber trotzdem, wo wir auf vier Tore zurück waren, kamen so die alten Laster wieder zurück, wo wir dann zu viele Bälle zwischen 6 und 9 Meter verloren haben und dann, wo Bergese uns sehr clever rausgekontert haben. Aber allgemein fällt uns schon wieder auf jedes Spiel eine Reihe. Cleverheit, wach zu sein von Anfang, dass wir direkt in das Spiel reinkommen. Wir brauchen zu lange eine Anlaufzeit. Und wir werden weiterhin viel an uns arbeiten müssen, um uns kontinuierlich in der Liga zu steigern. Aber Kompliment dann an Bergese und Basti. Ein sehr gutes Spiel, auch ein Top-Anfang. Ich glaube, die Euphorie ist groß jetzt im Bergischer HC. Danke, Alastair, Herr Jorgson. Sebastian, es sollte das schwerste der ersten vier Spiele werden. Das hat man, glaube ich, heute auch gesehen. Zumindest körperlich war da heute einiges drin und ihr musstet ordentlich gegenhalten. Aber mit einem verdienten Sieger BHC im Kampf gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Ja, also ich danke für die Glückwünsche. Ich habe auch einen sehr, sehr verdienten Sieg gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit sicherlich sehr, sehr gut gespielt. Also in Abwehr und Angriff, wir haben in der Abwehr sehr, sehr gut gearbeitet. Haben nicht so viele Konter, aber immer in der entscheidenden Phase dann auch einen Konter gesetzt. Und haben im Positionsangriff eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, sehr, sehr gut gemacht. Dass wir, wenn Eisenach uns stellen wollte, den Ball weiter gespielt haben und sehr, sehr viel Bewegung hatten. Eisenach haben wenig ins Foul kommen lassen. Und dadurch sehr, sehr gute Situationen für unsere Rückraumspieler entstanden sind, wenn sie aus der Bewegung kamen. Also das war sehr, sehr gut in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kommen wir auch gut rein. Das ist top von der Mannschaft, also dass man sich wieder so konzentriert in der Pause und so reinkommt. Und dann kriegen wir halt diese Phase, die wir, wo es bei uns nicht so gut läuft und wo wir dann uns auch so ein bisschen verzetteln und eigentlich das machen, was Eisenach stark macht, also dass wir in Zweikämpfe ohne Anlauf gehen, in die 1-1-Situationen früh den Kreis suchen und befreien uns dann aber, und das ist so dieser größte Lerneffekt, glaube ich, aus den ersten Spielen, befreien uns dann selber aus dieser Phase wieder raus und spielen wieder sehr strukturiert und einfache Sachen, die dann auch zum Erfolg führen. Und dann haben wir sicherlich uns wieder abgesetzt und das auch verdient. Vor allen Dingen, weil wir ohne eine herausragende Torhüterleistung heute, das mache ich nicht zum Vorwurf, weil es kam auch nicht viel, sondern es war einfach ein enormes Lob an die Deckung, weil wir da sehr, sehr viele Bälle abgefangen haben in dem Bereich zwischen 6 und 9 Meter. Immer wieder verschoben haben, immer wieder um den Kreis und dann sehr, sehr viele Bälle, gerade von Jonsson und Sklenak, die zum Kreis durchgesteckt werden sollten, die wir da mit sehr guter Armarbeit abgefangen haben. Und dann bin ich einverstanden mit der Leistung, die wir heute gezeigt haben. Gut. Danke, Sebastian. Jörg, vor dem Spiel hast du in der Pressekonferenz gesagt, dass das Bergische eine gewisse Euphorie entfacht hat, die man nicht bremsen will. Und die Zuschauer haben das heute mit einer fast ausverkauften Halle gezeigt, dass sie eben das, was die Mannschaft vorlegt, dann euphorisch auch mit aufnehmen und dann auch wieder ein wichtiger Baustein zum heutigen Erfolg sind.
wir dürfen den Augenblick jetzt genießen, sagen wir mal so. Das haben sie alle zusammen redlich verdient. Wir haben heute eine ausverkaufte Klingenhalle an einem Mittwochabend gegen Eisenach um 19 Uhr gesehen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die zwei Glanzlichter hinter sich hatte und heute sehr konsequent und mit viel Begeisterung diese Aufgabe gelöst hat. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und wir haben einen Trainer, der all das Sportliche in den letzten Monaten auf den Weg gebracht hat. Das sehen wir auch nicht als selbstverständlich an, sondern das ist eine großartige Entwicklung, die hier genommen worden ist. Und wie gesagt, wir genießen jetzt den Augenblick für den Abend und bereiten uns dann sorgfältig wie immer auf das Spiel in Wetzlar vor. Danke, Jörg Förster. Dann noch die Frage in die Runde. Gibt es von euch, von Ihnen noch Nachfragen an die Offiziellen? Dann bitte. Sebastian, ihr steht jetzt mit 6 zu 2 Punkten da, sensationell gut. Ich kenne Schenks aber jetzt nicht das Träumen an, ja? Es geht ja nicht um Träumen. Also es geht darum, dass wir uns immer wieder hinterfragen, wie sind wir denn gekommen, was haben wir gemacht, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Das ist, glaube ich, in jeder Trainerarbeit so. Und das wird uns auch noch lange hin, hoffentlich, aber auch mal durch eine Phase begleiten, wo wir das nicht haben. Und man nimmt sich immer Sachen und ja, fokussiert sich auf die Sachen, die einfach besser laufen müssen und die gut laufen. Wie gesagt, und wir wollen diese Phase jetzt nutzen, das haben wir heute gemacht, wo es einfach läuft. Aber wir wissen schon, dass das kein Normalzustand ist. So, wir wissen auch, dass das harte Arbeit ist und dass das sehr, sehr viel harte Arbeit war über die anderthalb Jahre, die wir jetzt zusammengearbeitet haben fast. Aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass die Jungs das einordnen können. Und das haben sie heute, glaube ich, ja, sehr, sehr gut gezeigt. Und dass dieses, in dem Zusammenhang darf ich sagen, dass diese Zufriedenheit halt nicht einkehrt. Sondern dass man immer sagt, wo kann ich mich noch verbessern? Und sich immer wieder hinterfragt, wie bin ich da hingekommen, dass wir jetzt mit 6-2 Punkten da stehen. So, und ich glaube, wenn man diesen Geist dann weiterträgt, dann ja, werden wir das weiterhin auch gut machen. Ja, wir haben kurz vor Schluss nach der Auszeit nochmal probiert, offensiv zu agieren. War das einfach nur ein bisschen testen oder war noch die Hoffnung, eventuell noch was bewegen zu können? Kurz vor dem Ende. Wir wollten halt mit, wo das aber 4 Tore waren und die waren wieder auf 5 Tore zurück, wollten wir dann gucken, da waren noch 7 Minuten zu spielen, glaube ich, oder 6. Und dann haben wir versucht, offensiv auf die halblinke Position. Der Perkel hat uns heute sehr viele Probleme bereitet. Da wollten wir versuchen zu sehen, ob Schirai richtig auf den Tag geschieden war. Man hat bis dahin einen ruhigen Tag gehabt, was er normal hier leistet. Und dann wollten wir gucken, ob er da war, halt ab diesen 7 Minuten. Und dann hat er beeindruckend gewiesen, dass er tatsächlich da war. Und dann konnten wir das nicht mehr zu probieren. Herr Hinze, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie sehr kontinuierlich in den vergangenen Monaten darauf hingearbeitet haben, auf diese Erfolgsserie. Jetzt überrascht es Sie trotzdem? Ja, also das heißt überraschen. Wir haben die Einstellung letztes Jahr gehabt und wir wollten die auch nicht verändern, in jedes Spiel einfach zu gehen und zu sagen, wir bereiten was vor und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und dass das unabhängig vom Gegner ist. Und dass es jetzt dreimal geklappt hat in der stärksten Liga der Welt, das ist natürlich das ist wunderschön und das kann man auch genießen und macht glaube ich auch alle stolz, aber wir, das soll keine Warnung sein, aber wir wissen glaube ich alle, was dazugehört und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß, wie eine Mannschaft funktioniert und wie sie sich in der Woche dann den Hintern aufreißt, dass sie da wirklich dieses Ergebnis haben, was am Wochenende kommt und im Moment funktioniert es, aber wie gesagt, wir wollen diesen Weg nicht verlassen und das ist unabhängig vom Ergebnis. Wobei natürlich positive Ergebnisse den Weg eher bestätigen als negative. Das ist, ja, das ist so. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass nach der roten Karte es ein bisschen gedauert hat, bis sich wieder die Abwehr so ein bisschen informiert hat, dass da so ein kleiner Bruch war. Hast du die Meinung? Ja, also es war, ich glaube dann ja, also erstmal natürlich, glaube ich, was vorher geschickt wird, ne, Genesungswünsche an Daniel. Weiß nicht, ob ihr schon was wisst oder wie das bei ihm aussieht. Aber wie gesagt, das war sicherlich eine berechtigte rote Karte, muss man auch sagen. Wobei das kein. Es hat ein unglückliches Foul, weil es in der Luft geschieht und völlig unter Kontrollverlust dann von Daniel Luther. Wobei, wenn man
das ganze Spiel sieht, ist es einfach die einzige Situation, wo Max isoliert steht und dann sicherlich zu viel Körperkontakt in der Luft gibt. Und deswegen ist die rote Karte berechtigt. Und ja, dann hatten wir halt die Unterzahlsituation, aber insgesamt sind wir aus dieser Phase gut rausgekommen, sicherlich auch, weil Stanko dann im Angriff, als er kommt, jeden Ball fängt und die verwandelt und dadurch sich die Abwehr wieder stabilisiert. Also wir hatten in dieser Phase sicherlich, haben wir von unserer hohen Angriffseffektivität, die wir heute den ganzen Tag hatten, gelebt und haben so wieder die Abwehr in den Griff bekommen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich Ihnen allen herzlich danken, einen schönen Nachhauseweg wünschen, unseren Gästen zu Eisenach eine gute und sichere Rückfahrt und viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf. Kommen Sie gut nach Hause. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Danke.